Willkommen zurück zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations. Ja, ihr seht jetzt den verloren gegangenen siebten Part. Ich habe wieder dahin gespielt. Wir sollten jetzt ungefähr an der Stelle sein, wo wir aufgehört haben. Und damit kriegt ihr nun auch den Part, in dem wir gegen Pain kämpfen, ja. So ist es richtig. Schauen wir uns doch erstmal an, was hier so passiert, storymäßig. ヤマトたちと共にオロチマルたちを突そしてその内部へと侵入するのだ。火の揺らめく薄暗い地下アジトに突然爆発音が現場に到着した。その目に映ったもそれはサガシ求めていた友サスケと共にコノハへの帰還。 しかし、イタチへの復讐に両者の意思は激。サスケ君、俺の目的、その邪魔をするのはお前たちを消すまでだ。ナルト君、こうなったら力ずくだってばよ。 Ja Leute, und es tut mir nochmal leid für die Unannehmlichkeiten. Ich habe mir das auch nicht so vorgestellt. Ich habe auf einmal auf meinen Rechner geguckt und ja, mich doch stark gewundert, dass da irgendwie Part 7 fehlt. Ich habe es auch erst gar nicht gemerkt, wo ich Part 8 hochgeladen habe. Erst später. Im Nachhinein so. Deswegen, ja, das war ein bisschen blöd. Aber so ist es nur. Auch schade, wenn der getroffen hätte, Leute, hätten wir ja schon einen großen Erfolg gehabt. Aber insgesamt würde ich sagen, stehen die Chancen jetzt gar nicht so schlecht, dass wir das hier schaffen. Weil ich habe mich jetzt schon ein bisschen warm gespielt. Ja, tatsächlich. Das ist auch ganz gut, weil ich das Spiel auch schon ein paar Tage jetzt vernachlässigt habe, muss ich sagen. Treffer? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Der Chakra-Sprint wurde mir beigebracht auf Chakra und X. Das ist ganz gut. Jetzt kann ich nämlich auch mal ein bisschen schneller an die Gegner wieder rankommen. Das war ja vorher immer so ein kleines Problem. Okay, aber Sasuke wird, glaube ich, nicht so einfach. Ah, obwohl. Na gut, er macht mir einen leicht schwierigen Eindruck. Ich weiß auch nicht. Ach, komm. Ist mir egal. Mach doch deinen Chakra-Sprint. Ich habe noch... Ach, ich habe auch noch Hilfe. Die habe ich ja noch überhaupt nicht benutzt. Die habe ich ja noch gar nicht... Habe ich noch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das vergesse ich immer, dass ich die habe. Ja, der war... Bringt das überhaupt was? Also mit den Schuriken anzugreifen und so, ich glaube nicht wirklich. Ich würde ja ganz gerne meinen Rasengan ein bisschen mehr einsetzen, aber er lässt mich nicht. Er blockt das schon ganz gut ab, da kann man nichts sagen. Aber der war jetzt ganz nice und... Ach, Sakura habe ich auch rausgeholt, habe ich gar nicht gemerkt. Leute, habe ich nicht gemerkt. Und tschüss, Sasuke. Ach ja, genau, ich sollte Sasuke sagen. Sasuke, Entschuldigung. Ja, ich... bin mir nicht bei allen japanisch ausgesprochenen Namen hundertprozentig sicher, deswegen habe ich mich, belasse ich es, glaube ich, dabei, die alle deutsch zu benennen, ja. Tut mir leid, wem das stört, der hat Pech gehabt. Ja, ist so. Aber es wird sich jetzt nicht groß ändern. Vielleicht bei Sasuke kann ich Sasuke sagen, ja, ist nicht das Problem, wo ich... Wie gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher bei den Namen der Charaktere. Sind wir jetzt schon bei Pain, so langsam? Sasuke wa ite ni zensen suru. Shikashi, sono omoi wa Sasuke wa Orochimaru to tomo ni Naruto. Sasuke wo tsure modosu ni wa sara naru chikara Kakashi to tomo ni Shinjutsu Etoku no shugyou wo kaishi. Toki onajiku ツナデのもとにコノハに接近する二人の。ツナデはいくつかの招待を暁に送り、屈強の暁相手に被害は確実に迫り来る暁。しかしその進行に立ち塞ぐ暁の標的である渦。 お前が9匹だ。
Hat er da das Rasengan das erste Mal gelernt? Nee, oder? Nein. Was könnte denn das neue Jutsu da gewesen sein? Ich weiß es gerade nicht. Ich kann ja hier theoretisch erwachen, oder? Weil hier steht nicht, dass ich nicht erwachen kann. Dann versuchen wir das doch glatt mal. Da muss ich irgendwie lange genug Chakra für sammeln, oder? Und dann sollte er irgendwann erwachen oder so. Ich weiß es leider nicht. Er hat ja seine komischen Masken da auf dem Rücken. Die kann er ja auch noch herbeirufen. Ach, so Rasenschuriken hat er da wohl gelernt. Alles klar. Gut, wissen wir Bescheid. Wissen wir Bescheid. Wieder was gelernt hier. Ne. Scheiße, scheiße, scheiße. Es läuft überhaupt nicht gut. Das habe ich davon, dass ich versuchen wollte zu erwachen, ne? In Kakuzu kann ich das wohl knicken. Werde ich wohl nicht mehr erwachen. Ist auch egal. Ich muss überhaupt erstmal jetzt ein bisschen Chakra sammeln und überhaupt alles Mögliche werden. Nicht schlecht. Ich kann. Jetzt treff, bitte, 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 bitte. Wichtig. Wichtiger Treffer, wichtiger Treffer. Oh ja, der war gut. Ein wirklich sehr, sehr wichtiger Treffer. So, nimm das. Nimm eventuell noch das. Wir brauchen Wind, wir brauchen Tauschjutsu, wir brauchen mehr Tauschjutsu. Es lädt sich gerade frisch auf, es lädt sich gerade frisch auf. Und tschüss, Mann. Den wollte ich nicht mal benutzen. Ich wollte ein ganz normales Rasengan machen, aber. Ja, okay, ich darf mich nicht beschweren, Den packen wir, Leute, den packen wir. Dem es am Anfang sehr schlecht aussah. Jetzt macht er immer das. Ich drücke auch, ich bin auch so ein panischer Drücker bei sowas. Ich drücke mal. Also, da kann das schon mal vorkommen, dass ich nicht genau das kriege, was ich will. Oh, solange es klappt, ist es ja okay. Also von daher, macht nichts. Sogar gar nicht mal so schlecht, ne? Mit einem B, ja, das ist schon in Ordnung. Okay. ナルトの活躍により各図は倒そうして一時の休息が過ぎた後第7版はサスケを求め森をかけるナルトそんな折とあるその名をトビと名乗った暁の者は Ja, der gute Tobi. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal jetzt auf den gestoßen sind und ich euch jetzt genau das gleiche nochmal erzähle. Keine Ahnung, wie gesagt, der Part ist halt zu lange her, dass ich den gemacht habe. Auf jeden Fall hat Tobi in Deutschland, im deutschen Anime, die Synchronstimme, die auch Spence aus King of Queens hat. Ja, das hat ihn für mich sehr sympathisch gemacht. Also, und auch immer noch irgendwie. Tobi ist ja ganz cool, bis er sich dann später sein wahres Ich zeigt, wo man noch nicht mal weiß, wer es jetzt wirklich ist. Keine Ahnung, ob mir das. Ne, soll mir auch keiner sagen. Das habe ich auch, glaube ich, in dem Part gesagt. Es soll mir auf keinen Fall jemand sagen, wer Tobi wirklich ist, falls man das schon weiß. Also für wen er sich ausgibt, weiß ich natürlich, Leute. Also das nicht. Das könnt ihr ruhig schreiben, das ist mir egal. Das weiß ich logischerweise. Aber ansonsten möchte ich es nicht wissen. Okay, jetzt versaue ich es noch. Jetzt gebe ich das noch aus der Hand, oder was? Komm jetzt. Hör auf. So, jetzt. Ja, Gegenschlag. Unterstützungseinsatz. Endlich mal geglückt. Ich weiß zwar nicht, inwiefern sich das jetzt gezeigt hat. Okay. So, das Rasengan. Damit war es das für Tobi. Meine Güte, da habe ich ja einen ganz schön langen Part gemacht, oder? Fehlen mir zwei Parts, aber das kann eigentlich nicht. So. Kampf gewinnen, Gegnerangriffsstücke, ja, alles klar.
Gut gemacht, das gibt bestimmt ein B. Ein A sogar, na schön.態度でナルトを翻弄した飛びは残された態度でナルトたちはすぐに佐助捜索結果それは実らず焦りがナルトの中にうずそんな中追い打ちをかけるようにあそれは死ジライヤの かつてない同様がナルトを襲い、止めどなく涙が溢れ、しかし死の仇を取る、そのために新たなる力、戦術を学ぶため、ガマの里、妙。一方、木の葉学では、暁の力であるペイ、彼らの強大な力を前に、 瓦礫の山と立ち上る煙、広がる荒廃、だがそこに一条の光が降りた。その光とは戦術を手にした渦巻ジライヤの仇であるペイン、それを前にナルトの叫びは。 お前がペイン、お前がエロセ、お前の死が平和へとつながる。おとなしく切りつけてやる。 So, damit seht ihr endlich den Kampf gegen Pain. Und ich weiß noch nicht, wie ich mich da beim letzten Mal geschlagen habe und ich weiß noch nicht, was ich da genau erzählt habe. Ich weiß nur, dass ich mir diesen Kampf so als Anime verdammt oft auf YouTube angucke. Als AMV. Ja, das ja, mache ich eigentlich ganz gerne. So, hier kann ich ja theoretisch erwachen. Jetzt ist nur die Frage, bin ich nicht schon erwacht? Keine Ahnung. Ich versuche einfach mal hier ganz lange was zu machen, aber irgendwie kommt da nichts, ne? Ja, ich will jetzt das Rasengan-Sperrfeuer mal einsetzen, so dass der mich wenigstens mal eine Zeit lang in Ruhe lässt. Und? Tut sich da was? Tut sich da was? Tut sich da was? Oder muss ich dann irgendwas drücken? Zum Erwachen, das weiß ich nämlich nicht. Boah, Leute, war das gut, oder? Das sah auf jeden Fall cool aus. Ach, der mit seinem scheiß übermächtigen Druck, so war das, genau. Da war ja was, da war was. Ich erinnere mich. Jetzt erinnere ich mich doch wieder sehr gut daran, wie nervig dieser Gegner war. Aber der hat gesessen. Aber richtig. Bam! Das ist nicht mal eine passende Explosion. So, komm. Komm ran hier, Pain. Trau dich doch. So, schnell hin da mit dem... Ja, von hinten. Gut, da bringt ja auch dein übermächtiger Druck nichts. Nein, das läuft echt ganz gut. Also, ich denke, wir sollten gewinnen. Ja, das haben wir jetzt auch gewonnen. Ja, tut mir leid, Leute, dass es so gut lief. Ihr habt euch bestimmt auch gehofft, dass ich das ein oder andere mal fehle, aber tja. Was soll ich machen, ne? Wenn es läuft, dann läuft's halt. Angriffsstärke wächst plus 40, selbst das konnte ihm nicht helfen. Ja. Gibt sogar noch einen B-Rang. Und jetzt muss ich mir kurz die Videosequenz einmal eine Sekunde sehen, damit ich weiß, ob das passt. Dass wir da auch aufgehört haben. Ah, zeig mal. Ja. Okay, Leute, damit kann ich den Part hier beenden. Jetzt habt ihr das gesehen, was ich da gemacht habe und was ich euch halt nicht zeigen konnte beim letzten Mal. Und ich hoffe, ihr seid nicht zu sauer und ja, bla. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.